Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und ja, wieder mit Kopfhörern auf für den Wohlfühlfaktor Vulcano am Start und hier auf meinem Bildschirm ein paar Fragen von euch. Ich hatte hier auf Instagram nachgefragt, was ihr so für Themenvorschläge habt und was für Fragen und ja, ich habe mir ein paar interessante Sachen rausgesucht, über die ich mal reden wollte und ja, machen wir das hier erstmal zu Ende und dann labern wir los. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür, dass das letzte Video so krass angekommen ist. Also das war das erfolgreichste Video seit 2 Jahren oder so, zumindest was so die Aufrufe in kürzester Zeit sozusagen anging. Dafür vielen Dank. Auch gerne hier bei dem Video immer einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich fast mit am meisten supporten. Ist ja ein schneller Klick unterm Video und ja, schon könnt ihr mir ein bisschen weiterhelfen. Immer nice und ja, die erste Frage wäre, meine Meinung zu zu HCC. So, ich glaube HCC, das ist ja dieses neue Cannabis, was an sich, ich habe mir ein bisschen was dazu durchgelesen, aber auch nicht so viel. Deswegen, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal selber informieren. Aber letztendlich ist es etwas, was in kleinen Dosierungen in normalen Cannabis vorhanden ist, aber im Labor wohl relativ gut daraus genommen werden kann. Und das soll wohl, ja, dadurch, dass es ein bestimmter Stoff sozusagen ist, führt es dazu, dass genau dieser Stoff nicht verboten ist. Das heißt, das macht es zu so einem Grauzonen-Ding, was es dann halt legal macht und so weiter. Wobei ich persönlich immer denke, dieser Legal-Aspekt ist für mich immer das Geringste, weil klar, es ist scheiße, wenn man erwischt oder geschnappt wird, aber ich finde, das ist für mich das geringste Argument, weil zum Beispiel, das war auch immer so ein krasses Argument bei diesen synthetischen Sachen, bei Spice und diesen ganzen künstlichen Sachen, die damals so gekommen sind, da war das auch immer das Argument so, ja, ich konsumiere das, weil das ist legal. Und dann denke ich mir so, ja, okay, es ist zwar legal, aber dieses Synthetische damals, das war ja auch 10 oder 20 Mal so schädlich und das hat übel krass abhängig gemacht und so weiter. Das war wirklich richtig gefährlich. Also ich kenne Leute, die haben sich das reingezogen. Ja, ich kenne auch welche, die haben dann 3 Tage im Krankenhaus gelegen. Also das ist wirklich, das ist schon was Krasses. Und HCC ist nicht sowas, aber es ist halt etwas, was im Cannabis in geringerer Dosierung drin ist. Und das wird sozusagen meistens in Laboren, man könnte es auch natürlich machen mit der Pflanze direkt, aber weil da halt wenig drin ist, würde das dann meistens dazu führen, dass sowas ja relativ viel kostet. Das heißt, man nimmt sozusagen diesen einen Stoff raus und man konsumiert nur den. Und keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht schon ein alter Mann bin oder so, aber für mich ist sowas übel unchillig. Also ich weiß gar nicht, also kaum, wenn ich sowas betrachte im Gesamtkonzept, dann gibt mir das so ein negatives Gefühl, dass ich das nicht will. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, es ist etwas, was in niedriger Dosierung im normalen Cannabis drin ist. Das heißt, vielleicht ist es ja auch Sinn der Sache, dass das in so einer niedrigen Dosierung drin ist, weil vielleicht die höhere Dosierung nicht so gut ist. Und da muss man auch bedenken, es gibt schon ein bisschen Forschung zu der Sache, aber halt noch nicht so viel zu normalen Cannabis in der Gesamtwirkung und so weiter und so fort. Und das ist dann schon etwas, wo ich mir dann so denke, so, ich weiß nicht. Also, kaum, ich persönlich bin einfach nicht der Freund davon, die neue Version zu nehmen, wenn es eine alte Version gibt, die seit hunderttausenden Jahren am Start ist sozusagen und ja, also klar, das heutige ist ja auch nicht mehr das von früher, weil heute hast du auch das Problem, dass das THC so hochgezüchtet wird, dass CBD runtergezüchtet wird und das ist halt auch schon eine Veränderung. Aber ich persönlich, ich sehe manchmal den Sinn da drin, wenn es schon ein fertiges Produkt gibt, dann nochmal etwas Neues zu konsumieren, was irgendeine Abwandlung ist, die neu ist und wo dann, wie gesagt, nicht so viel Forschung zu ist oder was auch immer.
Und ich habe auch nochmal nach Preisen geguckt. Es ist jetzt auch nicht so viel günstiger als normales. So je nachdem, was du für einen Kurs bekommst, kann es sogar teurer sein. Und wie gesagt, vielleicht ist es das alter Mann sein. Aber ich verstehe einfach nicht. Wie gesagt, wie bei Spice oder anderen Sachen oder zum Beispiel, wenn es normales LSD gibt, würde ich auch nie irgendeine Abwandlung oder irgendeine Neukreierung davon konsumieren. Ich würde nicht mehr das normale LSD konsumieren, aber es ist auch nicht böse gemeint. Also wenn ihr das jetzt konsumiert oder so, alles chillig. Aber ich persönlich würde es einfach nicht konsumieren, weil es mir persönlich kein gutes Gefühl gibt. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar bald mal wieder backen. Das ist natürlich jetzt keine so krasse Frage, aber ich wollte darauf eingehen, weil es wirklich jemand gefragt hatte, ob bald mal wieder gebacken wird. Und zwar hat der, glaube ich, geschrieben wegen Brownies. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob ich Brownies mache, aber ich hatte ja im letzten Video den Grinder gezeigt, dass da noch was drin ist. Und das wollte ich auf jeden Fall noch verbacken. Deswegen denke ich mal, dass demnächst irgendwann, wenn ich das dann auch aufnehmen möchte oder aufnehmen kann, je nachdem, wie es mir geht, wird auch noch ein Video zu kommen. Das wäre so etwas, wo ich schon drauf Bock hätte. Dann eine weitere Frage: Wann kommt mal Hasch? Das ist so eine Sache. Also Hasch, wenn ich auch mal in Holland bin. Weil in Holland kommt man relativ einfach an Hasch. Hier so in meiner Gegend habe ich persönlich eigentlich fast gar keine Möglichkeiten, an Hasch zu kommen. Also ich weiß nicht, ob das... Ich denke mal, es ist stark regionsabhängig, weil ich kenne zum Beispiel auch Kumpels von mir, die, was weiß ich, keine Ahnung wo wohnen, halt nicht hier in der Nähe von Hannover, wo ich zum Beispiel wohne. Und dann kriegst du halt sowas eher nicht. So, zum Beispiel, wenn ich so in der Nähe von Holland an der Grenze war, dann habe ich immer mehr Kumpels gehabt, die dann auch easy mal Hasch besorgen können. Und deswegen, also wenn so ein Video in der Richtung kommt, dann auf jeden Fall in Holland. Aber das ist doch auch nicht schlecht so. Ich wollte zum Beispiel auch nochmal ein Kief-Video machen. Weil ich bin hier mit meinem Grinder, ich hatte ihn ja in einem Video auch schon gezeigt, bin ich eigentlich am Kief sammeln. Nur das Problem ist, dadurch, dass mein Gras immer sehr harzig ist und nicht so dieses trockene Hollandgras, habe ich immer das Problem, dass ich so wenig Kief bekomme. So, also ich konsumiere ja für einen durchschnittlichen Konsumenten, würde ich sagen, schon relativ viel. Aber ich kriege kaum Kief. Also wirklich, selbst wenn ich hier 2 Jahre sammle, so, da ist gefühlt nicht mal der Boden bedeckt. Also das ist echt... Klar könnte ich das Ding jetzt immer nochmal gegen den Tisch hauen, um da irgendwie die Pollen rauszuballern. Das hat zum Beispiel Jakob immer gemacht, um dann mehr für die Videos rauszuholen. Das ist eigentlich kein so schlechter Trick. Vor allem, es fällt ja in das untere Fach. Das heißt, du verlierst es ja nicht so. Wenn du das jetzt irgendwie, keine Ahnung. Deswegen, wenn ihr einen Kumpel habt, der immer euer Gras mit so einem Ding grindet und dann das Ding gegen den Tisch haut, der will euch was abziehen. Nein, zumindest. Oder doch. Das Ding, da bin ich am Sammeln, aber das wird auf jeden Fall noch dauern. Und dann damit einen Joint zu drehen, Alter. Bis ich für einen Joint was gesammelt habe, für so einen Bonkopf oder so. Das kriegt man vielleicht zeitnah hin, aber für einen Joint, Alter. Da müsste ich gefühlt 5 Jahre sammeln, Alter. Das dauert echt zu lange. Die heutige Sorte übrigens, Northern Lights, mir fällt es gerade zwischendurch ein, weil ich gerade so ein bisschen bemerke, wie die schöne, warme Wirkung von Northern Lights hochkommt. Ich merke es richtig im Gesicht, mein Gesicht ist gerade so richtig warm. Ich glaube, ich bin auch schon ein bisschen rot geworden. So. Das ist auf jeden Fall chillig, Alter. Das ist eine nice, chillige Wirkung. Ich muss jetzt sagen, die nächste Frage ist jetzt, hast du eine Freundin oder Frau? Und ich habe keine Freundin oder Frau. Und ich muss persönlich sagen, das Ding ist halt, seitdem ich so krank bin, ich habe ja auch eine Beziehung gehabt, währenddessen ich schon krank war. Und ich merke halt einfach, wie krass meine Krankheiten sich auch durch Beziehung, Stress und alles Mögliche beeinflussen lassen. Und ich glaube, es wäre eine sehr schlechte Entscheidung, sich jetzt aktiv eine Freundin zu suchen.
Aber der viel größere Grund ist, und zwar, ist eigentlich ganz witzig, weil ich denke da immer so selber drüber nach und denke mir dann so, das ist irgendwie ein bisschen ironisch, aber es ist halt einfach Glück gewesen. Und zwar, ich hatte schon mehrere Freundinnen, aber ich habe noch nie eine Frau angesprochen, angemacht oder irgendwie ein Date gehabt oder sowas. Das heißt, keine Ahnung, das waren immer so Zufallsbegegnungen. Also zum Beispiel die erste Beziehung, einfach in einer Klasse zusammen gewesen, dann nebeneinander gesetzt worden und ja, das war so Keyboard-Unterricht. Da musste man dann zusammen Keyboard spielen und dann hat man ein bisschen geredet und dann hat man Haiku Live damals noch geschrieben und dann ist man so zusammengekommen. Aber das waren alles so, das war zum Beispiel einfach nur Glück und Zufall. Und ja, die nächste Beziehung war dann mit einer Freundin aus meiner Freundesgruppe. Die ging zwar nicht sehr lange, aber ja, das ging auch von ihr aus. Also deswegen, und dann habe ich mich halt drauf eingelassen. Deswegen habe ich da in der Richtung gar keine Erfahrung. Das ist eigentlich übel komisch, wenn man sich drüber nachdenkt. Aber stell dir mal vor, ich habe jetzt 3 Freundinnen gehabt, aber halt nie ein Date oder eine Frau mal angesprochen oder so. Und ja, irgendwie ein bisschen ironisch. Aber deswegen, ich finde es einfach nice, wenn sich so eine Situation auch ergibt. Das heißt, irgendwann weiß man einfach, dass beide Personen dann Interesse haben. Ich glaube, ich wäre auch nicht so der Typ, der, wenn er wüsste, dass ich zu einer Frau hingehe und die nicht schon irgendwie mal von sich aus mit mir gesprochen hat oder was auch immer, also wirklich eine fremde Frau ansprechen, ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte. Und dann wäre das so total das unnatürliche Gespräch, weil so die Situation so erzwungen ist. Weil ich würde es von mir aus nie machen. Warum sollte ich es dann machen? Deswegen, ich warte einfach und wenn es passiert, passiert. Und wenn nicht, dann nicht. Weil das Praktische daran ist, so, ich werde irgendwann mal so ein Video machen mit Vorteile von meinen Krankheiten. Weil es gibt auch ein paar Vorteile, die vielleicht indirekt auch wieder Nachteile sind. Aber der Vorteil ist einfach, dass ich eh diesen Drang nicht mehr habe. Also früher habe ich wirklich gerne eine Freundin gehabt und mich auch daran sozusagen erfreut. Aber seitdem ich meine Krankheiten habe, ist dieser Drang einfach nicht mehr da oder sehr, sehr viel geringer. Und das macht es sehr leicht, damit klarzukommen. Also ich muss sagen, ich habe keinen Moment am Tag, vielleicht einmal die Woche einen kurzen Moment, wo ich mal so denke, oh, jetzt wäre es vielleicht mal ganz schön, eine Freundin zu haben oder was auch immer. Aber ansonsten habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht. Und dann ist es relativ einfach, damit umzugehen, weil es ja eigentlich nicht schlimm ist. Versteht ihr? Ja, ich werde mir jetzt noch einen chilligen Abend machen und den wünsche ich euch auf jeden Fall auch. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich bin auf jeden Fall rotbäckchenmäßig am Start. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr supporten und bis zum nächsten Video. Ciao.